Texola, das ist noch in Oklahoma, aber Texas ist nicht mehr weit. Das Tumbleweed Café der Inhaberin heißt so, weil sie selbst Tumbleweed sei, sagt Marcella, die Frau mit dem französischen Vornamen, und meint damit die Heu- und Strohballen, wie sie in alten Westernfilmen vom Wind über die Straße getrieben werden. Hier ist sie erstmal sesshaft geworden, setzt auf Kaffee und Hamburger. Die Lage, sie ist einsam, aber vielleicht gerade deshalb genau richtig für die Reisenden auf der alten Route 66, die mal Pause machen wollen. Und man kann auch draußen sitzen. Im Amerika der Klimaanlagen eine interessante Ausnahme. Wenn sie auf Gäste wartet, repariert sie ihr Haus oder sie malt. Das hat sie vor Jahren angefangen. Teilweise nimmt sie für die Bilder mehr als 1000 Dollar. Eigentlich verkauft Marcella alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Was sie mal gelernt hat, erfahren wir nicht. Nur so viel. Das Tumbleweed Café, die Künstlerin, das sind biografische Wendungen, die dem Durchschnittseuropäer fremd sind. Und weil es in der Nähe keinen anderen Platz wie diesen gibt, muss es dieser Platz sein, um den es geht. The place to be, zumindest für Marcella, zumindest für die nächste Zeit. Ach ja, in Aktien war sie nicht investiert. Vielleicht ist das hier in Texas anders, der nächste Bundesstaat auf unserer Route to Warren Buffett, die wir absolvieren auf der alten Route 66, bevor es am Ende nach Omaha geht, zum Sitz von Berkshire Hathaway, der Fondsgesellschaft von Warren Buffett. In Texas ist das Land noch ein wenig weiter als bisher, aber auch deutlich flacher. Große Rinderherden, Fehlanzeige. Die Rinder von Texas, sie verteilen sich über das Land. Dem Staat mit der zweitgrößten Fläche und der zweitgrößten Bevölkerung der USA. Eine alte Tankstelle in Shamrock. Sie präsentiert sich als hergerichtetes, als Art-Deco-Gebäude. Mit einem musealen Diner. Brenda an der Kasse hat Eltern, die schon an der Börse investiert waren. Und sie führt das Engagement weiter. Sie legt nicht alle Eier in ein Nest, sagt sie. Brenda hat ihr Depot diversifiziert. Warren Buffett schätzt sie wegen seiner guten Empfehlungen. Am Ende muss sich Thomas Müller, der Börsenmann aus Rosenheim, im Gästebuch verewigen. Auf seiner Tour auf der alten Route 66, die vor der alten Tankstelle mithalten will mit der automobilen Zukunft. Die Stromzapfsäulen, sie wirken fast so sinnlos wie die alten mit dem bleihaltigen Benzin und dem Diesel, der in Amerika jetzt verpönt ist. Die Route 66, sie hat ihren eigenen, kontemplativen, meditativen Charme. Eine Erfahrung, die auch die Reisegruppe um Thomas Müller macht. Der Weg ist da das Ziel, die Kommunikation mit den Menschen an der Straße, die aus dem alten Mythos ihren Spaß, ihre Motivation und ihre Perspektive ziehen. Für den modernen Warentransport taugt sie nicht mehr, die alte Route 66. Der findet auf der Interstate 40 statt. Geradeaus, ohne Ortsdurchfahrungen, mit bis zu 75 Meilen die Stunde, findet hier der Verkehr der Gegenwart statt. Wie lange das noch gut geht, weiß niemand. Genauso wenige kennen die genaue Zukunft der Mobilität, des Warentransports. Nur eins ist schwer vorstellbar. Dass die Interstate einst eine ähnlich nostalgische Zuwendung erfährt wie die alte Route 66, die teilweise von der Landkarte verschwunden ist, gelegentlich zur Staubstraße wird. Und ab und zu endet sie einfach, plötzlich, unvermittelt. Ein Stück Route 66? Aber die alte Route 66, sie ist ein Abenteuer mit Netz und doppeltem Boden. Ist doch die Hauptschlagader Amerikas, die Interstate 40, nie weit weg. As I went down in the river to pray, studying about that good old